Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sepps Golf. Mein Name ist Sebastian und ich bin Golflehrer. Und diese Woche befinden wir uns in Griechenland im 5-Sterne-Resort von Costa de Navarino. Das befindet sich ungefähr 300 Kilometer südlich von Athen und ist direkt am Meer. Zusammen werden wir die wunderschöne Golfanlage entdecken. Los geht's! Im ersten Teil dieses Videos zeige ich dir den Dunes Platz. Es hat hier zwei Plätze, den Dunes und der Bay. Und jetzt befinden wir uns für die ersten 3 Minuten auf dem Dunes Platz. Hier kannst du den Tee einsehen. Und jetzt sind wir zurück auf die Driving Range. Du kannst auf die rechte Seite die Chipping-Anlage sehen. Und es ist ein langer Weg von der Driving Range bis zu dem ersten Abschlag, und den werden wir jetzt mit dem Buggy anschauen. Das ist eine tolle Sicht, gibt dir eine kleine Idee, wie schön das hier alles ist. Jetzt geht's los, Tee Nummer 1, ich habe meinen Driver in die Hand. Du siehst, die Perspektive ist von unten, denn meine Kamera ist am Boden. Das gibt dir trotzdem eine super schöne Sicht von der ganzen Anlage. Jetzt kannst du den T2 sehen und guck dir mal diese Aussicht an. Ist das nicht wunderbar? Direkt am Meer. Du kannst auch durch Blätter den Golfschläger sehen. Das ist doch super. Das ist ein paar von meinen Schlägen, das ich gemacht habe, hier auf dem schönen Golfplatz mit diesem tollen Wetter. Wir schauen uns jetzt ein komplettes Golfloch an, das heißt vom Fairway laufen wir zusammen nach oben, der ist leicht bergauf und oben wartet eine tolle Aussicht auf uns. Natürlich, wenn es berghoch ist, musst du manchmal springen, um den Golfball, um die Fahne zu sehen, dass du beides in die Sicht hast, wie ich es gerade gemacht habe. Dann schlage ich meinen Ball, wir gehen bis oben, bis zu diesem Grün, diesem wunderschönen Grün. Und hier kannst du mich noch putten sehen und die Aussicht genießen. Jetzt sind wir schon fertig mit dem ersten Teil, mit dem Dunes Platz. Im zweiten Teil gucken wir uns den B-Platz an. Jetzt noch als kleines Geschenk. Du kannst dir vor mein Hotelzimmer, also vor meinem Balkon, den Sonnenaufgang, also das erste Tageslicht angucken. Ich komme beim zweiten Teil, wir sind hier beim B-Kurs. Guck doch mal diese Aussicht an vom Clubhaus. Jetzt sind wir direkt auf den 10. Tee gestartet. Hier zeige ich euch rund um die Teebox, was ihr seht. Man sieht das Meer fast bei jedem Abschlag, bei jedem Schlag auf dem Fairway. Das ist wirklich fantastisch, wenn man so eine tolle Aussicht haben kann. Und hier sieht man den Weg, dass man mit dem Buggy fahren kann, also das ist auch wieder genau am Meer. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja 10 Meter laufen und ihr habt schon die Füße im Wasser. Hallo, das bin ich am Fahren, darum muss sich meine Partnerin auch heben, das bewegt sich ganz ein bisschen. Ihr seht, es hat auch Tiere, ein paar Möwen, die erschrecken, wenn wir kommen, aber das gibt natürlich ein sehr schönes Bild, das wir zusammen angucken können. Ihr seid hier auf eins der schönsten Par 3s auf diesem Golfplatz. Ihr könnt gerade meinen Schlag angucken. Was ist das für eine Aussicht auf den Par 3? Achtung, nicht rechts spielen, aber zum Glück habe ich das Grün getroffen. Jetzt während wir putten, erkläre ich dir schnell den Unterschied zwischen den zwei Plätzen. Der Dunes Platz ist der schwierige Platz, der ist länger und schmaler, hat auch mehr Ondulationen rein, also es geht rauf und runter. Wunderschöner Golfplatz, aber ein wenig schwerer. Und der B-Platz ist am Meer, der ist ein bisschen breiter, ein bisschen kürzer,
viel, viel schöner für die Aussicht. Also, wenn du schöne Ferien willst, ist das hier ein toller Ort. Jetzt ist noch schnell was passiert. Ich habe meine Kamera liegen gelassen. Das heißt, ich musste ganz schnell nach hinten gehen, fahren, dann die Kamera rennen, suchen. Dann habe ich sie genommen und bin so schnell, wie wenn ich was gestohlen hätte, weggegangen, weil die andere Gruppe war natürlich knapp hinter uns. Und dann bin ich so schnell wie möglich gefahren. Jetzt habe ich noch einen Ball in die Schräge geschlagen. Leider schlage ich nicht immer gerade, aber habe schön rausgebracht. Und jetzt könnt ihr den schönen, langen Weg wieder bis zum nächsten Abschlag genießen. Schlag anschauen, wieder mit dieser wunderschönen Aussicht. Vergiss nicht, mir ein Like zu lassen, einen Kommentar unten, was du über dieses Video gehalten hast, und vielleicht bist du ja auch dort in die Ferien gegangen. Abonnier dich auf meinen YouTube-Kanal, das macht einen riesen Unterschied, und einen großen Dankeschön für dich, dass du dieses Video bis zum Ende geguckt hast, darfst du diesen wunderschönen Sonnenuntergang anschauen. Ich wünsche dir ein schönes Spiel und zusammen erreichen wir dein Ziel. Ciao und bis bald bei Sepp's Golf.